Hallo liebe Gartenfreunde, es ist wieder Toni vom Garten mit Rendite. Heute machen wir einen kleinen Gartenrundgang. Wir haben jetzt Anfang Juli. Ja, da gucken wir uns mal an, was hier so blüht und fruchtet. Also Film ab. So Leute, wir fangen mal hier hinter meiner Hütte an. Hier steht ja mein IBC-Container, der ist richtig gut gefüllt bis oben hin. Das hat hier richtig schön geregnet in letzter Zeit. Wie ich das hier alles gebaut habe, das können wir uns gleich jetzt nochmal angucken, im Rückblick. Also hier stand ja mal ein Holzschopf, da war er ziemlich hässlich und alt. Den haben wir dann abgerissen und da links seht ihr meine Hütte noch, da stand eine große Fichte und eine Thuja-Hecke. Da habe ich ja schon mal einen Film gemacht, wie ich die Thuja-Hecke hier entfernt habe. Dann hatte ich auch einen Film gemacht, wie wir den großen oder die große Fichte hier entfernt haben. Das war ja auch eine Mordsarbeit, das haben wir alles mit Handwerkszeug gemacht. Dann habe ich hier meinen IBC-Container gestellt, auch da habe ich schon Filme gemacht, wie ich dann die ganze Dachrinne und alles noch angeschlossen habe. Dann habe ich ja hier einen Weg gebaut. Auch darüber habe ich einen Film gemacht. Die ganzen Sachen, die kann ich euch unten nochmal verlinken oder ihr stöbert auf meinem Kanal mal und da findet ihr das bestimmt. Da habe ich dann auch den, wie gesagt, den Weg gebaut in einem Splitbett. Ich bin ja viel zu geizig für eine Firma, deswegen mache ich ja hier alles selber, ne? Und habe alles verfilmt. Da könnt ihr euch das mal angucken. So, und jetzt kann ich hier ganz quietschvergnügt meinen Weg lang gehen und meine Stachelbeeren hier kosten. Die sind jetzt nämlich genau reif, jetzt Anfang Juli. Die hatte ich ja erst umgesetzt, aber die schmecken trotzdem super hervorragend. Wie gesagt, erst umgesetzt, die standen ja vorne in der Wiese und das sind ja überhaupt nicht gewachsene. Also es ist sehr ungünstig, die in der Wiese zu pflanzen. Und ich habe die nicht zurückgeschnitten beim Umsetzen und die haben trotzdem super Früchte angesetzt. Also das war eine gute Idee, die hier hinter meine Hütte zu setzen. Also die wachsen hier wie Bolle. Dahinter, da hinter der Planke, da sind auch nochmal so eine Büsche, also Stachelbeerbüsche. Die habe ich auch umversetzt von vorn. Ich muss mal hier den ganzen Garten ein bisschen neu ordnen, aber das steht hier ganz gut. Da habe ich hier so eine richtige Stachelbeerecke hier, alles voll mit Stachelbeeren. Ich habe hier natürlich auch jede Menge Stauden gepflanzt. Also hier ist ja meine Lieblingsstaude, die Roseanne, die blaue. Und davor habe ich noch eine Prachtkerze. Die Prachtkerze, die ist gut für so ein bisschen trockene Stellen. Die kann man sich auch ganz leicht aus den Samen dann selber ziehen. Die fängt an im Juli zu blühen und bekommt dann immer weitere Blüten und der Stängel wird immer länger und immer länger. Und die blüht im Prinzip bis zum ersten Frost. Also die finde ich echt nicht schlecht. Die könnt ihr euch auch gerne mal im Garten machen. Überwintert in der Regel auch gut. Wenn man die selber ziehen möchte, dann muss man hier im Oktober die kleinen Samen dann abnehmen. Und ich habe die vorgezogen mit den Tomaten, also so Mitte März oder Anfang April. Die keimen ganz schnell, das geht ruckzuck. Hier seht ihr nochmal meine Roseanne, der Storchschnabel Roseanne. Das ist ein wahrer Bienen- und Hummelmagnet. Da gehen keine Schnecken ran. Die Pflanze, die ist absolut robust und die blüht wirklich von Ende Mai bis zum ersten Frost. Das wird dann natürlich ein bisschen weniger dann zum Winter hin oder zum Herbst hin. Aber trotzdem, man hat ständig Blüten dran und Unkraut kommt nicht durch. Leider hat die Roseanne keinen Samen, also die Blüten, die bilden keine Samenstände. Die kann man dann nicht so leicht vermehren. Auch die Ranken, die Wurzel nicht. Man kann höchstens die Wurzel dann ein bisschen versuchen zu teilen bei älteren Pflanzen. So könnte man die vielleicht vermehren. Habe ich selber aber noch nicht probiert. Hier daneben, da habe ich noch eine Tafeltraube. Das ist die Sorte Katharina. Die hatte ich ja letztes Jahr gepflanzt und da hatte ich sogar schon Früchte dran. Das ist eine kernhaltige Sorte, also da sind sehr viele Kerne drin. Hier könnt ihr jetzt mal sehen, die Bilder vom letzten Jahr, also es war Oktober, da sind viele Kerne drin sogar, aber schmeckt sehr gut, reift wie gesagt im Oktober. Ja, und mit den Kernen, das muss jeder selber wissen, ne? Man kann ja Saft draus machen oder ein Wein, das ist ja eine Weintraube. So, ich habe mir hier zwei Stricke gespannt, erstmal provisorisch, werde ich später noch ein Stahlseil machen und da spanne ich die über den Stachelbeeren so drüber, dann geht ein weiterer Strick noch weg zur Hütte. Und das geht ja immer so weiter. Und vor der Hütte, da ist ja noch eine andere Tafeltraube, das ist die Sorte Himrot. Die hat keine Kerne, habe ich ja schon mal vorgestellt. Und ist halt eine kleinfruchtige, süße Sorte. Und die werden sich hier treffen, wie so Girlanden, sollen die praktisch durch den ganzen Garten dann hier so rumhängen. Unten an der Ostseite von der Hütte hier, da wachsen noch ein paar Tomaten in Töpfen. Da ist aber noch keine Erntezeit, die ist vielleicht in 3-4 Wochen. Dann wird es da hier soweit sein. Ende Juli, Anfang August habe ich immer Freilandtomaten. Hier könnt ihr mal sehen, das Obst, das reicht dann bis dahinter. Da ist eine richtige Zeile mit Obst. Da kann man immer mal was ernten. Das Spielzeug ist von meinen Nichten und Neffen. Wir sind ja hier praktisch zwei Wohnparteien in dem Haus. So, hier habe ich jetzt noch zwei Indianerbananen.
Die sind auch ziemlich klein. Die eine hier, das ist die NC1 Campbells. Die ist nicht selbst fruchtbar. Also da braucht man dann eine zweite Sorte von den Indianerbananen. Da habe ich ja noch zwei ältere Exemplare, die tragen schon Früchte. Hier, die sind ja frisch gepflanzt. Ich glaube vor 2 Jahren. Die wurden geliefert im Paket. Da waren die völlig zerfallen. Da war gar keine Wurzel, also gar keine Erde mehr am Ballen dran. Und ja, die waren völlig mickrig. Die andere hier, das war die Pennsylvania Golden, von der sieht man noch nichts. Das liegt aber nicht jetzt an der Sorte, die wurden halt so mickrig geliefert, ne? Ich habe sie trotzdem mal gepflanzt und ja, ich glaube, das wird hier kein Baum mehr. Die Schnecken, also wenn die so niedrig sind, da gehen auch die Schnecken ran, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? So, weiter geht's im Programm. Hier ist eine Zwetschge, das ist die Sorte Haroma. Die habe ich ja auch letztes Jahr erst gepflanzt. Da habe ich leider auch noch nichts dran. Ja, da müssen wir uns wohl noch gedulden, ne? Dann haben wir wieder Storchschnabel-Rosen. Und hier kommt jetzt eine Feige. Die habe ich ja komplett ausgepflanzt. Da sind sogar kleine Feigen dran. Das ist die Sorte Ronde de Bordeaux. Ronde de Bordeaux geschrieben. Also das alte Holz, an dem sind ja immer die Sommerfeigen. Das hat die Sorte nicht. Die kriegt immer Herbstfeigen. Und das kommt ja, die kommen ja an den neuen Trieben. Sprich, wie ihr da sehen könnt, der ist abgestorben. Da wären jetzt die Sommerfeigen, die hätte ich jetzt eingebüßt. Aber ich kriege ja an dem neuen Trieb Herbstfeigen. Auf die ziele ich ab. Also wenn es zurückfriert, kriege ich trotzdem jedes Jahr Feigen, weil die ja an den neuen Trieben wachsen. Also immer der neue Trieb hat die Herbstfeige. Und die Sorte Ronde de Bordeaux, die bekommen die Herbstfeigen ziemlich zeitig. Und so kann man auf jeden Fall was ernten. Selbst wenn die Pflanze zurückfrieren sollte. Ich habe die Pflanze hier nicht geschützt. Die hat komplett so überwintert, ohne jeglichen Schutz. Ich habe nicht mal was auf den Wurzelballen gelegt, gar nichts. Also die ist schon ziemlich robust. Und das bei uns in der Höhenlage auf 720 Höhenmeter. Ein Stück weiter, da habe ich noch zwei Birnen. Die haben auch gut angesetzt. Das ist die Novemberbirne. Hier habe ich ja eine sehr heiße Stelle durch die Mauer und das bietet sich ja an, da Birnen zu pflanzen. Wie gesagt, gut angesetzt. Die Früchte von der Novemberbirne sind allerdings schon im Oktober reif. Ne? Im November sind sie halt genussreif, also muss man die noch eine Weile lagern dann. Die Früchte sollen wirklich riesig werden, da bin ich wirklich mal gespannt und ich freue mich wie Bolle, dass ich hier im zweiten Jahr schon Früchte habe. Hier daneben ist eine Himbeere, Goldkind heißt die Sorte. Schmeckt sehr gut. Sollte eigentlich eine Herbsthimbeere sein, aber das ist eigentlich eine Sommerhimbeere, also die fruchtet immer an der Rute vom letzten Jahr. An der neuen Rute hatte ich noch keine Früchte dran. Da muss man immer mal reingucken bei den Sommerhimbeeren, ob da nicht mal eine Made drin ist. Die Herbsthimbeeren, die haben ja keine Maden, die sind ja madenfrei. Die andere Birne hier daneben, das war ja die Konferenzbirne, die habe ich ja zeitgleich gepflanzt. Also wie gesagt, ich bin ja echt froh, dass schon Früchte dran sind. Da kann man schon mal kosten. Die gilt ja als auch sehr robust, die Konferenzbirne. Ich glaube, die muss man auch ein bisschen lagern. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Bis jetzt habe ich hier noch keinen Befall vom Birnengitterrost. Da hatte ich auch schon mal einen Film gemacht. Da kriegt man immer so braune Punkte. Bei uns ist hier nicht so ein starker Befallsdruck. Also die Birnen sind relativ gesund. Wenn der Birnengitterrost so leicht drauf ist, da ist es noch nicht ganz so schlimm. Da überlebt die Birne noch. So, hier daneben, da haben wir eine Mandelkönigin, hatte ich ja gepflanzt. Die hatte aber auch die Kräuselkrankheit. Das ist ja auch, die ist ja auch mit einem Pfirsich verwandt. Im Fuß hier von der Mandelkönigin, da habe ich noch diverse Blumen. Ne? Da haben wir einen Kaukasuskamander, dann einen Phlox und wieder den Storchschnabel-Rosen. Daneben wollte ich einen Pfirsich-Benedikt, aber die hat mir ja den falschen geliefert. Und ich hatte hier so einen schlimmen Kräuselkrankheits, also den Befall, den kennen ja viele. Hier daneben ist noch so eine Nachtkerze, die blüht immer nachts und zieht dann irgendwelche Nachtfalter an. Und der Pfirsich, der hat praktisch alle Blätter jetzt abgeworfen, die von der Kräuselkrankheit betroffen waren. Ja, der wächst dann zwar wieder raus, aber ja, früher oder später wird er bestimmt absterben. Wie gesagt, ich wollte den Pfirsich Benedikt, der soll robust sein. Haben sie mir hier einen Blattpfirsich geliefert? Hatte ich ja letztes Jahr eine Frucht dran. Also wurde ich mal wieder verarscht. Hier war noch ein kleiner Pfirsich dran, aber der ist leider bei den Dreharbeiten abgefallen. Der Baum hier, das ist die Aprimira, Aprikosen-Mirabelle, hat aber auch noch keine Früchte, wenn ich nicht eine übersehen habe. Aber wie gesagt, alles ist frisch gepflanzt, da muss man sich auch mal 2, 3 Jahre dann gedulden. Ne? Unten wächst wieder der Phlox und mein geliebter Storchenschnabel-Rosen. Also wie gesagt, den habe ich überall gemacht. Da hat man keine Probleme mit Unkraut und ja, es blüht.
Daneben ist noch eine Kirsche, das ist die Sorte Cordia. Bei den Kirschen, das ist hier ein bisschen problematisch bei uns in der Höhenlage. Hier waren schon ein paar Kirschen dran. Allerdings gibt es ja dieses Jahr ganz schön Probleme mit Wespen und Fliegen. Also echter Wahnsinn, was hier dieses Jahr los ist. Da war alles zerfressen hier. Ruckzuck, so schnell konnte man gar nicht gucken. Ich habe hier auch Probleme mit der Schrotschusskrankheit. Das ist ja gerade, wenn es feuchtes Frühjahr hat, so im Mai und Juni, da kriegt man diese Krankheit, da fallen dann später noch die Blätter ab und das ist bei uns ganz massiv hier auf der Höhenlage. Also Kirschen funktionieren ja nicht so richtig. Dann habe ich hier noch eine Brombeere mit integriert. Die habe ich vorne als Ableger praktisch abgestochen und hier so eingegraben im Herbst. Bei Brombeeren, die fruchten ja immer an der Rute vom letzten Jahr. Ne? Also letztes Jahr ist die Rute gewachsen und dieses Jahr hat sie dann die Früchte. Die Sorte weiß ich leider nicht mehr, aber das waren riesen Brombeeren, keine Stacheln. Also ein super Ding. Wie gesagt, da müsst ihr mal gucken, dass er nicht die falsche Rute wegschneidet. Ne? Die, die neu wachsen, das ist bei mir hier praktisch da unten die kleine. Die wächst dieses Jahr und hat dann praktisch nächstes Jahr die Früchte. Und die, die jetzt die Früchte hat, die kann man dann im Herbst abschneiden. Hier daneben habe ich noch diverse Johannisbeeren. Da gibt es ja rote und die schwarzen. Die schwarzen, die schmecken mir nicht ganz so gut. Auch das habe ich alles erst umgepflanzt im Herbst. Es hat sich trotzdem super entwickelt. Also ich habe nichts zurückgeschnitten beim Umpflanzen. Dadurch habe ich hier natürlich jetzt schon eine Ernte. Die kann sich auch sehen lassen, gerade bei den schwarzen Johannisbeeren. Also da hängt gut was drin. Aber ich verschenke die meistens. Also ich esse die nicht gerne. Die schmecken ja irgendwie... Also bevor die pflanzt, das solltet ihr die mal kosten. Das ist nicht jedermanns Geschmack mit der schwarzen Johannisbeere. Ne? Im vorderen Garten, da hatte ich ja jede Menge Beeren. Das habe ich jetzt alles weggemacht. Ein Film darüber, über die ganzen Beerensorten, was es alles gibt, habe ich auch schon mal gemacht. Den kann ich euch gerne unten nochmal verlinken. Da hatte ich alle Himbeersorten und Johannisbeersorten mal vorgestellt. Hier habe ich noch eine rote Sorte. Die ist aber stark verrieselt. Aber wie gesagt, das liegt bestimmt am Umpflanzen. Ne? Aber man hat trotzdem ein paar Früchte und kann hier noch mal ein bisschen was naschen. Aber das sieht schon ein bisschen kahl aus, so wie die abgefallen sind. Wenn irgendwas nicht passt an der Johannisbeere, dann schmeißt die meistens die Früchte weg. Ne? Irgendwas fehlt dann, entweder ist zu wenig Licht oder Wasser fehlt oder Nährstoffe fehlen. Da hat man irgendwas falsch gemacht, wenn die Früchte so verrieseln. Hier in der Ecke, da steht ja der Kompost. Da kommt erst nachmittags die Sonne drauf. Ne? Ein Kompost macht man ja nicht in die pralle Sonne. Da habe ich jetzt einen Kürbis drauf gepflanzt. Da wächst ja dann auch ein bisschen raus mit den langen Ranken in die Sonne rein dann. Und da hat schon Früchte angesetzt, das ist die Sorte, also ein Hokkaido-Kürbis, die Sorte Ushiki Kori. Ich nenne den einfach die Ushi, weil ich kann mir das nicht merken sonst. Also die Ushi, die wächst ja ganz gut, hat schon Früchte angesetzt. Allerdings, könnt ihr mal sehen, die Nacktschnecken, die machen dem Kürbis echt ein Gar aus. Also gerade junge Pflanzen werden komplett verspeist. Ältere Pflanzen, die werden nicht mehr so angeknabbert, die haben ja so einen rauen Stängel dann. Aber die Blüten und die jungen Früchte, die werden immer noch angeknabbert. Also das ist echt ärgerlich mit den Nacktschnecken. Ja Leute, und da habe ich hier eine ganze Reihe mit Obst in verschiedensten Sorten. Und Blumen, alles in der Mischung, das passt doch. Das ist besser als die Thuja-Hecke vorher, ne? Und der komische Holzschopf. So, jetzt habe ich hier noch eine Apfelquitte. Das ist eine Konstantinopler Apfelquitte, so hieß die. Die hat auch jedes Jahr zuverlässig Früchte. Die braucht, glaube ich, keinen Befruchter. Also die blüht dann immer ein bisschen später. Da blüht eigentlich sonst nichts anderes. Schätze ich mal, dass ihr keinen Befruchter braucht. Die hat jedes Jahr Früchte. Die muss man allerdings zubereiten. Wer die Quitten nicht kennt, die sind ja knüppelhart. Ne? Da kann man dann bloß einen Kuchen backen oder die Früchte einkochen. Ja, also so pur oder roh kann man eine Quitte nicht essen. Ich finde, die Früchte, die sehen immer richtig niedlich aus. Die sind so richtig... Ja, mit einem Plüsch, wie so ein kleiner Mini-Teddy, sind die überzogen. Also ich finde die echt klasse. Das ist auch richtig was fürs Auge. Der Baum hier, der ist mittlerweile 4 Jahre alt. Den haben wir hier ein bisschen unterpflanzt mit einer Rose. Das ist auch so, also das ist auch was fürs Auge, wenn man unter die Bäume eine Rose pflanzt und die Rose dann so reinwurstelt. Also das kann sich auch sehen lassen. Die Rose, die blüht dann ein bisschen später. Die Quitte, die hat ja auch schöne große Blüten, also die ist auch was fürs Auge. Ne? Und dann später blüht dann die Rose, das ist echt eine gute Kombi. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir eine weiße Maulbeere. Das war mal ein kleiner Zweig. Die ist extrem stark wachsen, die haben wir schon mehrfach zurückgeschnitten. Die Früchte, die sind jetzt hier nicht so lecker, schmecken so lala. Ja, also die reifen so von weißlich zu rot und dann zu schwarz. Also wie gesagt, ich habe die gekauft als weiße Maulbeere.
Die hat aber schwarze Früchte. Also da gibt es ja auch unzählige Sorten, wie ich gelesen habe. Warum die jetzt schwarze Früchte hat, ob die trotzdem die weiße Maulbeere, warum die so heißt, ich kann es euch nicht sagen. Oder vielleicht ist es auch die falsche Sorte. Oder die Unterlage ist rausgewachsen und ich kann es euch nicht genau beantworten. Da bin ich kein Maulbeerenexperte. Auf jeden Fall hat man ja früher wohl die Seidenrauben drauf gezüchtet auf den Blättern und hat dann praktisch draus Seide gewonnen. Na, heutzutage baut man die nicht mehr groß an. Die Früchte, die sind ja auch nicht lagerfähig, die kann man nicht verkaufen irgendwo. Wenn man die abreißt praktisch, dann geht die Frucht schon kaputt meistens. Also die muss man echt sofort essen. Da kann man nicht viel anfangen mit den Dingern. Vielleicht kann man eine Marmelade draus machen. Aber die Sorte hier, die ich hier habe, wie gesagt, gekauft als weiße Maulbeere, ja, die schmeckt jetzt hier nicht so prima. Früher hatte ich noch eine andere Sorte, so eine Zwergmaulbeere, die war wesentlich ergiebiger. So Leute, jetzt geht's weiter mit Teil 2. Wenn er fertig ist, verlinke ich ihn hier. Wenn hier nichts zu sehen ist, ist Teil 2 noch nicht fertig. Also, bis denn. Im nächsten Teil dann Indianerbananen, Mini-Kiwis und andere Früchte. Also wieder reinschauen. Bis denn.